Hallo Leute und willkommen zurück zu Edna bricht aus. Ach ja, schön wieder hier zu sein mit unserem tollen Plan, ein WC auf die Monitore zu basteln. Und jetzt muss ich mir mal irgendwie die Monitore genauer angucken. Wir haben nämlich verschiedene Lichtschalter und ich habe irgendwie, ich habe es ja noch nicht ausprobiert oder so und ich habe noch keine Ahnung, wo wir alles hingehen müssen und wo wir an- und ausschalten müssen. Irgendjemand hatte mir mal wieder in die Kommentare gespoilert, wie es geht, aber ich habe es mir nicht gemerkt und das ist auch gut so. Weil ich muss das ja auch alleine irgendwie herausfinden und rausprobieren. Und ja, das sieht so, also das sieht hier so ein bisschen aus wie die Zelle irgendwie eigentlich. Da ist irgendwie so ein Raum mit, da ist ein Regal an der Wand. Wo ist das denn hier eigentlich? Das könnte auch ein Klo sein hier oben. Oder nee, das hier, ne? Hier sind nämlich die Waschbecken. Man könnte sich natürlich mal... Ah, und hier haben wir den großen Flur. Oh, das ist aber auch schwierig. Sollen die denn jetzt alle leuchten? Oder sollen die alle aus sein? Es muss ja eigentlich... Wenn man mal überlegt, dann leuchten alle. Dann müsste man ja das hier nur eher ausmachen. Das an, damit das so ein W ergibt. Und das ist ein C. Und wenn man das hier ausmacht, diesen Raum, das dafür an, könnte man es ja schon kriegen. Und das muss natürlich auch aus. Wo ist das? Ah, ich glaube, das ist dieser Flur vom Fahrstuhlraum. Ich mache das jetzt mal so. Weil wenn das so ist, ich dachte, ich muss jetzt alle Räume an- und ausmachen, dann scheint das ja gar nicht so schwierig zu sein. Ich schreibe mir das mal auf. Ist ja einfacher, wenn ich unterwegs nicht nochmal herkommen muss. Fahrstuhlraum... Nenne ich den mal. Und das würde ich jetzt ausmachen, damit das hier ein W ist. Aber hier ist noch irgendwo ein Raum aus, das Licht. Keine Ahnung, was das für ein Raum ist, wo das Licht an müsste. Müssen wir mal rumgucken. Das könnte das der Raum im Fenster auch sein, wo die Kaffeemaschine steht. Aber ich bin mir nicht sicher. Und was muss noch aus? Was ist das? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist der Raum mit dem Professor. So, Professorraum aus. Aber ich weiß nicht, was das hier ist. Ich bin schon ganz nah an den Monitor gerade gegangen und guck mal hin. Das hier ist, glaube ich, der Kickerraum. Also der Barraum. Da ist auch ein Lichtschalter. Und der muss an. So, jetzt habe ich schon mal Fahrstuhlraum aus, Professor aus und Barraum an. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. Das ist ja jetzt ein tolles Ding hier, was wir machen. Bist du jetzt nach oben gegangen? Du bist nach oben gegangen, ne? Nee, geh mal wieder nach unten. So, hier kommen wir noch weiter nach unten. Oh, das wäre toll, wenn das jetzt so auf Anhieb direkt klappt. Das wäre schon cool. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Zum Fahrstuhlraum müsste man ja eigentlich wieder zum Therapieraum, damit wir da hinkommen. Damit wir, es ist ja der Gang, wo man im Fahrstuhl fahren muss. Ne? Ja, geh doch mal da hin. Geh zu Gang. Genau. Ich gucken, mach doch mal hier. Jetzt bin ich verwirrt. Wenn ich jetzt zur Treppe gehe, bin ich dann richtig? Denn man könnte zumindest hier wieder hin, um hier wieder hochzufahren, ne? Geh mal nach unten. Herr Mantel, was sagen Sie denn dazu? Kann ich nicht unterwegs Wäsche... Geh zu Wäschelüftsystem. Geht das? Kannst du das machen? Oder hier nach oben gehen und... hallo? Ja, das wirst du ja wohl noch können jetzt hier. Geh mal nach oben. Geh zu hoch. Um die Ecke gehen, kann man das? Kann man wieder einsteigen hier? Nein. Wir müssen wieder zur Therapie zurück, damit das geht. Das ist natürlich doof. Oh Mann. Was haben wir noch? Den Professorraum, dafür müssen wir auch zur Gruppentherapie. Und Barraum.
Barraum aus. Ist alles bei der Gruppentherapie. Ja, dann gehen wir mal zur Tür. Dann sind wir hier auch falsch. Nee, wir müssen irgendwie wieder gefangen genommen werden. Hallo. Oh oh. Hey, dir ist nicht. Ba-ba-ba-ba. Ich habe immer diese. Der Doktor, du bist der. Was gibt's? Aber Flüchtling, oh, das geht gar nicht. Ja, aber was mache ich jetzt mit der? Ja, dann stecken wir die mal in die Gruppentherapie. So, so jetzt bleibst du hier bei den anderen und da sind wir schon wieder. Ups, das habe ich. Ja. So. Wir können ja wieder hier hingehen. Müssen wir nämlich zum Professorraum. So. Hier gibt es nämlich einen Lichtschalter. So, das haben wir jetzt ausgemacht. Ich mache mal ein Häkchen. Das haben wir erledigt. So. Sehr schön. Gehen wir wieder weg. Zum Fahrstuhlraum gehen wir mal noch nicht. Geh doch mal. Was ist denn los hier mit ihr? Jetzt geh doch einfach mal durch. Klick doch schon wie eine Bekloppte da mal drauf. Zack. So, jetzt müssen wir zur Bar. Wo ist denn die? Das ist das Klo. Das ist das. Doch, wir müssen hier hin, glaube ich, oder? Nee, Quatsch. Hier sind Peter und Petra. Peter und Petra! Oh Gott, wo ist denn das nochmal? Hier, da müssen wir lang, genau. Hier ist unser Ohrenschmalz-Bienenmann. Unser netter Typ. Können wir hier eigentlich nochmal ein bisschen rumkritzeln? Ich kritzel nicht genug rum auf den Tischen. Das muss auch nochmal erledigt werden hier nebenbei. Oder kann man nochmal ein bisschen rum ein anderes Bild zeichnen? Sieh mal, Harvey. Eine unbenutzte Leinwand. Schnell, wir müssen sie verhunzen. Verhunzen! Ach, du spinnst ja wieder, Harvey. Du Dackel. So, Edna, alles. Edna rules. So, das haben wir auch gemacht. Das war wichtig jetzt. Ist aber klar. Wir haben uns noch nicht überall verewigt. Wir haben uns hier auch noch nicht verewigt. Aber was machst du denn da, Edna? Kriegeln. Ups. Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wieder. Ja. Du sollst auch rumkritzeln. So, der Barraum, der soll angemacht werden. Ja, guck mal, ist mal richtig Stimmung hier drin, ne? Mit dem Barmann haben wir übrigens auch noch was vor. Könnte ich eigentlich direkt erledigen. Ich habe nämlich das Problem, leider, sorry, dass ich, als ich nachgeguckt hatte, das mit dem WC-Lichtschalter, stand direkt auch bei, da drunter, das mit der Unterschrift, das habe ich leider gelesen. Und da steht nämlich dran, dass man eine Unterschrift fälschen kann hier mit dem Barmann. Und das sollten wir, glaube ich, mal tun. Wir müssen uns ja nur die Unterschrift irgendwie holen. Und das ist ja hier schon. Und das machen wir jetzt mit der Karte. Ja, ich glaube, die Handschrift vom Barmann könnte ich lernen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Ja, yeah, und jetzt hast du das gemacht? Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Mhm, so, und dann haben wir das jetzt gemacht? Was soll ich schreiben? Ach so, hast du schon. Kaffee, Wasser, Biggidi Buggidi Boo, Komplettlösung, Dr. Marcel, Paradise Cocktail mit Schirmchen. Und dann können wir uns nämlich selber jetzt Sachen darauf schreiben, weil der Barmann ja nur die Sachen gibt, die er auf seiner Karte sieht. Um gleich nochmal einen Spoiler, aber diesmal von mir selber wegzunehmen, weil darauf wäre ich, glaube ich, auch nicht gekommen. Ich weiß aber gar nicht, was wir jetzt hier holen sollten. Natürlich nicht die Komplettlösung. Was sagte Dr. Marcel Paradise Cocktail mit Schirmchen vielleicht? Dr. Marcel Paradise Cocktail mit Schirmchen. Oh ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt machen sollen. Oder ob das eine Sache für später ist, aber Barmanns Unterschrift, ja. Was soll ich schreiben? Und kannst du auch nochmal XXX? XXX. Okay. Und jetzt reden wir mit ihm, ne? Oder was? Jetzt wollen wir das haben. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Jetzt können wir XXX nämlich bitte. Ja, und den Paradise Cocktail auf jeden Fall. Einen Dr. Marcel Paradise Cocktail mit Schirmchen, bitte.
steht nicht auf der Karte. Und wie das auf der Karte steht? Was? Lass mich mal sehen. Witzbold, das ist nicht meine Handschrift. Das hast du selbst draufgeschrieben, gib es zu. Scheiße, okay. Was ist mit dem XXX? Barmann, einen Drink bitte. Das ist ja doof. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Oh. Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich. Ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Okay, er ist einfach weggegangen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und ich weiß auch nicht mehr, was wir von ihm haben wollten. Aber ich frage mich, also wir haben unser Gold. Ah, ich erinnere mich wieder. Aber ich sag's mal nicht. Kommt der jetzt wieder? Das sind keine Spirituosen, sondern das sind Putzmittel. Ach so. Naja, zumindest ist in den meisten auch Alkohol drin. Es hat auf jeden Fall was damit zu tun mit der dritten Sache, die wir noch benötigen. Von daher ist es schon gut. Können wir mit den Sachen reden? Was will mir dieses Regal sagen? Nichts. Kannst du davon was nehmen? Hier ist keine Selbstbedienung. Wo ist denn der Typ hin? Löffel! Ach, das ist ein Riesenlöffel! Haha, und den kann man sich bestimmt erst jetzt nehmen, wo der nicht mehr da ist, oder? Wir haben einen Löffel und den können wir doch dem Typen da unten jetzt geben. Ach, darum ging es bestimmt, ne? Dass der jetzt abhaut und man sich den Löffel nehmen kann? Warum stand da jetzt Löffel, obwohl das eine Schaufel ist? Wir haben auf jeden Fall eine Schaufel. Und das war nicht das, was ich euch nicht sagen wollte. Aber ja, jetzt wisst ihr es ja. Aber hier stand gerade Löffel und das hat mich gerade auch irgendwie gewundert. Dieser Löffel hat genau die richtige Größe, um damit Eis zu essen. Warum Löffel? Das ist eine Schaufel. Manno. Hier mixt der Barmann seine Drinks? Und der ist jetzt gar nicht mehr da? Der ist jetzt nicht mehr da. Aber wir haben mal eben nebenbei die zweite Sache uns geholt. Ist das nicht cool? Warum habe ich angemacht? Das ist schon passiert. So, und jetzt müssen wir zum Fahrstuhlraum. Da haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Ist das nicht toll? Ja. Natürlich nur, weil ich jetzt das durch die Lösung wusste, was scheiße ist. Aber hey, wir wollen ja auch weiterkommen. So, nun komm. Eigentlich gucke ich mir immer nur eine Sache gerne an. Eine Lösung, wenn ich nicht weiterkomme. Habe ich schon mal gesagt. Da kommt der nächste Ausgang. Aber kann ja mal passieren. Das war ein Versehen. Aber ich finde es ganz gut. Wie gesagt, zwei Fliegen und so. So, und das ist... Hier ist der Lichtschalter. Den sollen wir jetzt auch betätigen. Gleichzeitig ganz in Aha! Der Nähe. Ach ja, Licht an, Licht aus. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Das in der Mitte beim W müsste doch ausbleiben, oder? Botschaft. Warum leuchtet das dann noch? Oh nein, der Arme. Und weg war er. Oh, wir haben ihn doch so mit Wasser vollgequatscht. Kein Wunder, ey. Ja, cool. Das ist doch cool gelaufen. Und los geht's. Jetzt ist er aber zum WC gelaufen. Hätte ich da nicht sogar bleiben müssen dann? Scheiße. Jetzt bin ich, glaube ich, falsch. Die Frage ist, ob er seinen Schlüssel jetzt in den Monitorraum gelassen hat. Das ist jetzt. Eigentlich hat er den ja getragen. Deswegen bin ich ein bisschen. Ja, keine Ahnung. Geh mal nach oben, Edna. Weil wir kommen jetzt nicht mehr in den Fahrstuhl-Dingskram rein, wenn wir jetzt hier, ne? Ich hätte auch, glaube ich, weiterfahren können. Ich probiere es mal aus. Mal gucken.
Ja, das muss ich jetzt wissen. Klar, ich habe gerade überlegt, kurze Sekunde, ob wir auch dem einen Typen da unten den Löffel geben wollen, die Schaufel. Aber egal. So, da darf ich da durch? Ja, da darf ich durch. Da will ich aber nicht durch. Wo will ich denn hin? Gott, hier will ich hin, zur Treppe. Ja? Ach Gott. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob der seinen Schlüssel jetzt da wirklich gelassen hat. Mal gucken. Wenn nicht, dann müssen wir zu den Klos bestimmt. Zum Toiletten. Nee, hat er bei sich, ne? Scheiße. Aber wir können hier bestimmt... Ja, vielleicht können wir hier auch was machen. Zum Beispiel den Fernseher irgendwie anmachen und dann ist er wieder abgelenkt. Der Fernseher ist aus. Und, kannst du hier was machen? Das sieht kompliziert aus. Kannst du das benutzen? Ja. Hübsch bunt. Guck mal, richtig schön ordentliche Action machen. Hübsch bunt. Hier ein bisschen rumfummeln. Dann ist er so beschäftigt vielleicht, dass wir ihm den Schlüssel wegnehmen können. Wäre auch eine Idee. Irgendwie hypnotisch. Ja, ach, deswegen hat sie das auch gesagt mit dem irgendwie hypnotisch, ne? Aber ist schon gemeiner wegen dem Zaunfall. Also da wäre ich wirklich nicht so einfach drauf gekommen, dass man hier ein WC draus basteln soll. Ja, auch wenn die Buchstaben oder die Monitore ähnlich der Buchstaben geformt sind. Ich verstehe nicht, warum das hier an ist. Das müsste doch aus sein, damit man wirklich ein WC erkennt. Das C ist ja gut, weil ich das hier ausgemacht habe, aber... Warum? Achso, nee, Quatsch, das habe ich ja angemacht sogar. Damit das hier... Ach, Quatsch, ich bin ja völlig neben der Spur mal wieder hier. Klar, das habe ich ja angemacht, damit der Zacken da ist. Ohne das ist es ja kein richtiges Vieh. Und hier hatte ich eine... Ja, das habe ich auch ausgemacht und das an. Ah, ja, okay. Ich denke, hä, das habe ich doch ausgemacht, aber es war ja das hier oben. So, Kontrollpult. Was mache ich denn jetzt damit? Können wir es vollkriegeln? Nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Aha. Red mal mit dem Ding. Warp 5. Energie. Was sagt Harvey dazu? Was hältst du davon, Harvey? Das brauchen wir nicht. Wir haben auch so alles unter Kontrolle. Okay. Kannst du den Dings vollschmieren? Ich glaube nicht. Das wurde sowieso... Kannst du das hier, da... Hier... Wasserspender vollkriegeln. Edna! Und noch mehr Edna. Wir wollen überall Edna haben. Der schreibt noch. Ach so, nee, den solltest du auch nicht wegschmeißen. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen. Jetzt können wir hier ran, aber... Ich glaube, der geht jetzt auch nicht an, nur weil der Typ weg ist. Sie mit ihrer Runde immer. Nö. Können wir den vollkriegeln, weil der ist ja eh Schrott. Der Stift guckt am liebsten Romanverfilmungen. Aber sie gefallen mir nicht. Sie werden dem Buch nie gerecht. Harvey. Jetzt sind wir hier aber an dem blöden Schlüssel nie. Wir wollen den Generalschlüssel haben. Das ist natürlich unser Ziel. Wo war denn noch ein WC? Ja, wir müssen noch unten. Was anderes fällt mir an. Wir müssen zu den Klos. Und das war auch wirklich eigentlich der einzige Ort, wo wir noch nichts gemacht haben. Mal so nebenbei. Oh oh. Oh oh. Hey, die ist nicht... Ich bin schon... Nicht so... Alle... Was? Bibibibi. Ich? Ist ja schon gut. So verkehrt. So. Geht los. So, und hier... Ja, jetzt bleiben wir natürlich hier. So wie jedes Mal. Wir bleiben ja immer hier. Trommelbecher. Seine Augen. Trommelbecher. Trommelbecher. Ach ja. Edna und Trommelbecher. Ja, ich finde das toll, dass das da so auf Anhieb geklappt hat mit dem WC-Rätsel. Also ich habe mir das jetzt echt sehr kompliziert vorgestellt, dass ich hier den ganzen Park brauche. Aber das war ja gar nicht so schwer. Also man musste sich ja nur die Monitore angucken und überlegen, wie das ein WC ergibt. Und nö, ich habe jetzt wirklich gedacht, ich muss von Raum zu Raum. Und das war ja gar nicht so. Sehr schön. Wo bin ich? Hier wollen wir hin. Zu den Toiletten.
nee, hier ist ja der Irre. Der Irre. Der Irre-Typ. So. Oh, das ist doch schön hier. Das sind aber die Duschen eher. Waren das auch die Toiletten? Hatten wir noch einen anderen Raum mit WC? Den hier, den da. Der geht, der geht und der geht. Hä, ich dachte, ich wäre hier richtig. Hatten wir noch irgendwo einen WC-Raum? Scheiße. Wie kommen wir denn jetzt? Komm, red mal mit dem Irren. Hallo, Prinzessin. Hallo, Irre. So. Um nochmal auf deinen Plan zurückzukommen. So, ich habe zum Beispiel das Gold. Den Ton habe ich noch nicht, aber habe ich fast. Der Generalschlüssel. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den Sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im 3. Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Ich muss weg. Es war klar, dass das mir jetzt nicht hilft, weil wir haben ihn ja jetzt schon zum Ablenken gebracht. Aber ich weiß jetzt nicht, welche... Er ist auf Klo? Die Antenne hatten wir schon verändert, deswegen guckte er schon überhaupt auf die Monitore. Jetzt ist er weg von vom Kontrollkram. Bringt uns das irgendwas? Wir hören uns nochmal zuletzt hier den Poki an und ich kümmere mich dann um alles andere. Und dann werden wir bestimmt im 3. Part alles zusammenkriegen. Aber erstmal hören wir uns nochmal hier den Poki an. Für alle, die es interessiert. Und da haben wir nun einen Raum mit 8 Ausgängen. Ja, was mich immer sehr genervt hat, war, dass man später im Spiel auch hinter diesem Gitter spielen kann. Und doch die Türen halt alle so unglaublich klein sind. Und ich habe auch... Dummerweise, ich weiß gar nicht mehr warum, aus Übermüdung, ich habe eine Tür zu viel reingezeichnet. Und zwar auf der linken Seite von dem Flur, der nach hinten weggeht, sind halt 2 Türen, aber tatsächlich ist nur eine benutzbar, wohin die andere Tür führt, wissen wir, während Edna bricht aus, nicht? Gott sei Dank habe ich diesen Fehler in Harveys neue Augen wieder gut gemacht. Dort spielt man nämlich tatsächlich auf der anderen Seite der Gitter und da sind die Türen groß genug und man kann sie halt alle betreten. Das ist schön. Bis auf natürlich die eine Tür zum Wäschelift, da steht die Kamera dann vor. Die Kamera, in Anführungszeichen. In Harveys neue Augen findet ihr endlich raus, was hinter der letzten Tür ist. Kauft Harveys neue Augen. Ja, aber echt. Aber ist schon cool zu wissen, dass man... sich das alles hier gut merken kann, um zu wissen, dass man im 2. Teil dann wieder hier ist, was ich ja immer mag, weil man sich so vertraut dann fühlt und man zwar Neues kennenlernt, aber vielleicht Spiele verbessert wurden und man noch so ein vertrautes Gefühl hat. Deswegen gibt es ja gerne 2. Teile von irgendwelchen Spielen. Leute, ich kümmere mich um, ja, die Schaufel, die haben wir ja schon, die können wir jetzt schön gerne das nächste Mal dann abgeben und dann, weiß ich nicht, dann bekommen wir den Ton. Und dann können wir damit natürlich den Schlüssel vielleicht nachmachen oder so. Auf jeden Fall müssen wir den Schlüssel noch kriegen. Den hat aber der Typ von den Monitoren und der ist jetzt auf Klo. Und wo er ist, weiß ich gerade noch nicht. Vielleicht muss ich aber auch nochmal um die Ecke luschern. Ich versuch's nochmal. Komm, die Minute gönnen wir uns nochmal hier. Ach Quatsch, ich gehe mal hier zu dem Typen hin. Das will ich gar nicht. Will ich doch gar nicht. Ich will... Hier vorne. Ja, es ist schon verwirrend. Da hat der Poki recht. Man denkt immer, man kann in die Tür da hinten rein. Und die ist überhaupt nicht betreten. Ist da irgendwas dahinter? Nein. Das sind ja auch die Duschen. Das sind nicht die Toiletten. Die Toiletten, na klar, sind ja da, wo Peter und Petra sind. Ja, da gehe ich dann im nächsten Part mal hin. Da, wir gehen mal zu Peter und Petra und mal gucken, ob dann... Aber ist das wirklich so, dass die Irren dasselbe Klo dann haben, wie die Leute, die da arbeiten? Ich meine, die feiert da ihre Geburtstagsparty und da soll der jetzt sitzen. Sind die einzigen Toiletten jedenfalls, die mir gerade einfallen. Aber, oder? Ja. Vielleicht ist er auch ganz woanders. Mal, wir werden es sehen im nächsten Part von Edna bricht aus, Leute. Danke fürs Zuschauen und bis dann.